Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 6, The Angel of Darkness. Habe inzwischen herausgefunden, was ich falsch gemacht habe. Und verkacke es dementsprechend noch einmal hier direkt am Anfang schon. So. War, wie ich es hätte eigentlich wissen können, der Gegner ist etwas fies gestaltet. Man muss nämlich die Klappen zwar abschießen, aber dieses geht nur, wenn sie offen sind. Also wenn sie gerade den Schleim spuckt. Nicht den Schleim. Wobei doch der auch, aber, ne? Man muss also hinter die Klappen kommen, besser gesagt. Weil die Klappen sind nämlich nur von hinten verwundbar. Warum ich da so lange drauf gebraucht habe zu kommen. Ich meine, es ist ja immerhin eine Art Käfer hier. Von der Gestaltung her. Ich meine, guckt euch das doch an. Okay, Gesundheit. Es funktioniert einfach nicht. Was ist da los? Muss ich mir gleich doch noch eine Video-Animation davon angucken oder was? Okay. Lauf, 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 lauf. Ich will doch nur die Munition nehmen. Ja, ist ja gut.
Mal nehme ich das hier direkt. Oh, nimm doch die Knifte in die Hand. Okay. BZW, ich guck mal ganz kurz. Option. Steuerung. Tastatur. Waffe ziehen. Waffe nach oben blättern. Waffe nach unten blättern. Bla bla bla. Dann rechts. Hallo, ich bin Charles 1. Ich bin zu blöd, um den Gegner zu besiegen, weil irgendwas mit dem Spiel nicht ganz so wuppt. Und warum zum Teufel braucht er so ewig, um anzulaufen? Jeder normale Mensch würde sofort losspringen wie sonst was. Ja, natürlich! Ja, doch, da lade ich nochmal. Na, doch nicht da! Bist du denn? Könntest doch bitte. So ein richtiger Horst hat seinen Lebenstag nicht irgendwas gemacht, ne, für den Sport. So. Jetzt eigentlich schon mal ganz gut. Jetzt können wir wirklich hier nochmal überspeichern. Ey, das kann doch echt nicht angehen, Leute. Wir müssen übrigens Gesundheit aufpeppen, sonst sind wir gleich weggeploppt. Dann speichere ich nämlich nochmal. Ja, natürlich.
Mann, renn, 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 renn. Oh Gott. Ja, toll. Und tot. Was soll man da auch machen, Mann? Der bewegt sich ja nicht. Was macht der? Ah, ich krieg einen zu viel, Leute. Hallo. Haben wir es jetzt geschafft, den zweiten? Nö. Springen bringt übrigens auch nichts, das ist eigentlich eher sogar kontraproduktiv, offensichtlich. Hallo. Das geht einfach irgendwie nicht. Leute, bevor ich mich jetzt hier dumm und dämlich kämpfe, ich gucke jetzt kurz mal ein Video nach. Das kann nicht angehen, dass ich zwei Klappen schaffe und die restlichen zwei nicht hinhauen. Von daher, bis gleich. Leute, 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 die Lösung ist einfach dennoch schwer. Es ist fies, muss ich sagen. Wir können die Auswahl des Ziels wechseln. Erstmal müssen wir uns auf jeden Fall ein paar Mal treffen lassen wieder. Und zwar mit Rollen können wir das anvisierte Ziel wechseln und können dann endlich wieder treffen. Und endlich haben wir es geschafft. Ist das fies, ist das gemein. Also wenn man es nicht weiß, die Rollentaste ist, um ja, das angevisierte Ziel zu switchen. Das war gar nicht so schwer. Ja, geht so. Weil jetzt kommt grandioserweise noch eine zweite Phase. Ah. Gönn mir eine Pause. Dachte ich mir auch so, als ich das dann gelesen habe. Gut. Wir können jetzt nochmal speichern in der Gefahr, dass wir jetzt gleich eine gelangt kriegen. Da habe ich mich jetzt noch nicht drüber schlau gelesen. Ich vermute einfach mal drauf. Lange draufhalten.
Mehr auch nicht. Okay. Gut, gut. Wir haben Gnade erwiesen, wir haben sie schnell von ihrem Leid erlöst. Oder auch nicht. Okay. Das war fies. Das hätte er übrigens gleich machen sollen, vielleicht. Vielen Dank auf jeden Fall an den Kollegen Ramschnitzel. Ich habe bei seinem YouTube-Kanal das nämlich nachgeguckt und der hat gesagt, man kann mit der Rollentaste Ziele wechseln. Das hat mir nämlich geholfen. Somit. Also, wenn ihr Danksagungen da lassen wollt, dann auf seinen Kanal bei dem Video, wo er auch gerade bei dem Boss ist, einfach drunter schreiben. Danke, dass du Slarus geholfen hast. Er wird zwar keinen Plan haben, wer ich bin, aber er wird dann wissen, okay, ich habe mir ja einen seiner Parts angeguckt, um herauszufinden, wie oder was gerade Phase ist. Vielleicht sollten wir übrigens mal speichern. Nur so eine Idee. Okay, jetzt gucken wir auch dann direkt, wo wir jetzt sind. Das verlorene Reich. Ah, dann sind wir kurz vor Ende, würde ich sagen. Okay, nein, das ist weiterkommen. Will ich noch nicht, ich will... Uhuhu. Ah, okay. Also, das war zwar gut, wie ich da jetzt eben war mit der Landung. Haben meine Augen mir gerade einen Streich gespielt. Ich glaube, ich bin ganz kurz stehen geblieben, also im Boden unten. Ja, okay. Wir kriegen das noch hin. Wir schaffen das noch heute zu beenden, das Spiel. Weil ich muss auch noch das 12 Uhr Projekt aufnehmen und ich will so langsam mit Tomb Raider tatsächlich durch sein. Deswegen habt etwas Verständnis. Und warum kann ich keinen Escape im Sprung drücken? Das triggert mich so hart rein. Was mich noch mehr triggert, dass ich ständig hier wieder hinrennen muss. Deswegen nochmal neuer Speicherpunkt hier. Komisch, wie sie da am Ende auch übrigens liegt immer. Also es ist schon etwas ulkig, wie die Ragdoll ist. Okay, hätte ich vielleicht zwischenspeichern sollen? Vielleicht, ne? Okay. Oh, bitte lass mich doch Escape drücken, wenn schon der Sprung failt. Na gut. Das Spiel wird höchstwahrscheinlich wieder zwischendurch abstürzen. Das sage ich euch jetzt schon mal als Vorwarnung. So. Okay, wir wissen, wir können und dürfen dann nicht so springen. Wir haben aber immerhin einen 14 Speicherpunkt. Kriegen wir das noch hin? Irgendwann ja. Okay. Okay, wir springen einfach gefühlt Kilometer weit. Dementsprechend.
Frage ich mich wirklich so langsam. Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Okay, laut Spiel also gelandet, aber dann wieder nicht mehr gelandet. Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Gut. Es wird auch langsam Zeit. So, jetzt speichern wir nochmal. Ich habe nämlich keinen Bock auf unerwartete Überraschungen jetzt gerade in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal fetten Dank an Ramschnitzel, an seinen Kanal, ne? Ohne ihn wäre ich jetzt, glaube ich, nicht wieder mit Lara unterwegs, sondern wäre immer noch in dem Kampf und würde mich stundenlang da... Jetzt habe ich mehr Kraft in den Beinen. Vielleicht schaffe ich den Sprung. Ja. Gut. Also wie gesagt, dann würde ich mich jetzt immer noch mit dem Gegner da befassen, also mit dem Kampf da, bei dem Boss. Und das wäre ein wenig ungünstig. So. Das Gatter hoch. Habe ich gerade noch so gesehen im Augenwinkel. Okay, wir sollten vielleicht etwas schneller sein. Okay. Das heißt also richtig flott. Das heißt, richtig flott dahin und dann ab dafür, ne? Und ich habe gesehen, ich kann während der Animation eigentlich auch schon laufen. Vielleicht mache ich das gleich auch nochmal. Das heißt, Spiel laden. Das wird zwar extrem schwierig, weil, ne, gespiegelt sein wird. Aber ich korrigiere Lara. Lauf jetzt schon mal los. Und es könnte tatsächlich ausreichen. Ja, reicht. Okay. Puh, dann speichern wir wieder. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder Feierabend. Wir sind gerade grandioserweise so gut vorangekommen, dass ich das Gefühl habe, dass wir gleich bald durch sind. Ich gucke mal auf dem Handy nach. Brücke von Boas, das haben wir uns schon angeguckt. Das verlorene Reich, ja, wir sind so gut wie durch. Das hier ist jetzt gerade der zweite oder drittletzte Abschnitt. 13.15. Haben wir geguckt? Ja, nee, 13.15 kommt nicht hin. Doch, müsste hinkommen. Meine PC-Zeit ist anders, ne? Genau. Ja. Und dementsprechend bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.